Servus Leute und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Dalamo. Cool, dass ihr wieder reingeschaut habt. In meinem heutigen Video geht es um ein tolles sowie auch sehr, sehr wichtiges Gadget für alle Drohnenfans unter euch. Und zwar handelt es sich hier um feuerfeste, explosionssichere Lipo, sprich Lithium-Polymer-Akku-Bags. Hier in dem Fall der Firma CanKix. Die haben mir optisch eigentlich am besten gefallen, da nicht viel Schnickschnack zu sehen ist und sie haben ein cleanes Schwarz-Weiß. Wofür das Ganze? Das erkläre ich euch ganz schnell. Ihr habt vor, mit eurer Drohne in den Urlaub zu fliegen. Und selbstverständlich, die meisten unter euch nutzen hierfür den Flieger. Was ist das Problem? Lithium-Polymer-Akkus zählen als Gefahrengut. Sprich, wenn sie vollgeladen sind, könnt ihr euch gerne mal Videos auf YouTube anschauen. Keine Empfehlung, aber ihr könnt es gerne mal tun. Sie können sich selbst entzünden. Und sie gelten daher als explosionsgefährlich, sprich, wie schon erwähnt, als Gefahrengut für viele Fluggesellschaften. Daher mein Tipp, wenn ihr in den Urlaub fliegen wollt und nicht an der Sicherheitskontrolle scheitern wollt und die Drohne zurücklassen müsst, kauft euch solche Akku-Bags, natürlich auch CE-geprüfte am besten. Diese in dem Fall, ich werde es euch selbstverständlich verlinken, dort könnt ihr euch die genaueren Optionen gerne durchlesen und ich zeige es euch ganz kurz mal. Hier mit Klettverschluss. In dem Fall, ich habe eine Mavic Pro. Es passen pro Bag 2 Akkus rein. Ich habe 4 Akkus, lang für ca. 1,5 Stunden fliegen. In meinem Fall vollkommen ausreichend. Wie gesagt, die steckt ihr hier rein. Noch kurz zu erwähnen ist, dass die Akkus zwar hier geschützt sind, aber je nach Fluggesellschaft, aber auch Safety First einfach. Ihr müsst die Akkus nicht tiefenentladen, da das schädigend für die Akkus ist. Es langt auch, wenn sie teilentladen sind, sprich nur noch 20-30% Akkukapazität haben, da sie im vollgeladenen Zustand selbstverständlich schlimmere Auswirkungen erzielen können im Falle einer Selbstentzündung. Und das sind die kleinen, aber wichtigen Tipps von mir für alle Leute von euch, die gerne in Urlaub fliegen und ihre Drohne mitnehmen wollen und nicht an der Sicherheitskontrolle angehalten werden wollen. So, wie gesagt, ich werde diese Akku-Bags auch in meiner Videobeschreibung verlinken. Dort könnt ihr euch nochmal die genauen Details durchlesen. Und ja, bei weiteren Fragen und Anmerkungen schreibt mir gerne in die Kommentare. Ich werde euch wie immer schnellstmöglich versuchen zu antworten. An der Stelle würde ich mich freuen über einen Daumen hoch für dieses Video. Und natürlich, wenn ihr ein Abo dalassen würdet. Und sage mal wieder ciao. Bis zum nächsten Mal.